Halt's Maul! Wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Es ist gerade 8.27 Uhr. Ich bin tot wie ein toter Mensch. Hey Luca, warum bist du denn schon um 8.30 Uhr wach? Naja, meine Damen und Herren, warum sage ich eigentlich immer meine Damen und Herren? Steffen und Max holen mich in einer halben Stunde ab mit dem Auto und dann fahren wir alle zusammen zur Stylorama-Messe in Dortmund. Das ist so eine YouTuber-Messe, so Musik, Lifestyle, Fashion. Fashion? Das ist ja eine Fashion-Messe. Kann ich da theoretisch mit einer Jogginghose hinkommen? Warum nicht? Nee, aber ganz im Ernst, Freunde, wenn das jetzt eine ganz normale Messe gewesen wäre und ich würde da nur irgendwie einfach so hinfahren, hätte ich halt keinen Vlog gemacht. Aber da sind halt auch viele andere YouTuber. Auf der Messe sind zum Beispiel unter anderem ich, Max, Seppel, dann sind da noch von den anderen. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, ey Luca, was macht ihr denn auf einer Fashion-Lifestyle-Musikmesse? Das ist eine sehr gute Frage. Ich versuch's euch mal so zu erklären. Und zwar Max Seppel und ich, wir hatten schon häufiger Fantreffen und haben uns bei Fantreffen halt immer gedacht, okay, es ist mega nice, euch zu treffen und sich mit euch zu unterhalten. Allerdings hatte man nie so wirklich so viel Zeit, wie man wollte für eine Person, ihr wisst, was ich meine. Es war halt immer so, dass Leute ankamen, man hat ein Foto gemacht, man hat sich irgendwie unterhalten und so weiter und so fort. Dann kam Security und meinte, hey, wir müssen weitermachen, damit natürlich noch andere rankommen. Deswegen haben wir heute ein Fantreffen mit nur ganz wenigen Leuten und wir werden uns einfach nur unterhalten. Das ist eigentlich der primäre Grund, warum wir zu Stylorama fahren, aber da wird natürlich noch vieles anderes passieren. Ich ziehe mich jetzt auf jeden Fall erstmal zu Ende an, warte dann auf Seppel, bis der rumkommt und ich darf ja leider keine Jogginghose anziehen. Hallo. Wer ist der Größte hier im Auto? Ich. Wer sitzt hinten hier im Auto? Ich. Schaut euch diese Sicherheit an. Ich muss mein eines Bein dahin tun, weil ich bei dir hinpasse und weil Max so weit hinten sitzt. Bitte für die gute Sicht, die ihr jetzt gerade in meinem Vlog hier habt. Das liegt daran, dass Max ein ignorantes Blödmann ist. Mein Frühstück besteht übrigens aus einem Apfel und einem Smoothie, meine Damen und Herren. Also ich finde, da kann man schon mal klatschen. Nee. Dicker, schau mal, Freunde, wir sind in New York. Sind wir zu früh oder sind wir zu spät? Seid pünktlich. Oh, nice. Ich muss hier raus. Ich muss raus. Meine Damen und Herren, wir sind angekommen bei der Stylorama. Jetzt machen wir ganz kurz hier Trommelwirbel. Einen epischen Trailer, meine Damen und Herren. Tada! Da haben wir gleich die Autogrammstunde. Ilja, push mal dein Instagram. Wie heißt du? Oh, ja. War das nicht ein cooler Shot? Wir befinden uns heute bei der Stylorama, richtig? Ja. Nein, falsch. Wollt ihr im Vlog sein? Nein. Meine Damen und Herren, hier sehen Sie David. Falls ihr David nicht kennen solltet, das ist so circa der beschissenste Mitarbeiter bei Studio 71. David ist der beschissenste Mitarbeiter bei Studio 71. Hey, der macht mal ein dummes Gesicht, reicht schon. Essen, Jona. Ilja, was ist denn da hinten mit dem Bildschirm falsch gelaufen? Soll so sein. Ach, soll so sein. Warum stinkst du eigentlich? Luca, warum stinkst du eigentlich? Bist du jetzt mit Selena Gomez wieder zusammen? Ja, Mann. Gefällt dir denn bisher bei der Stylorama? Super Stylorama. Super geil. Ja, freut dich, ne? Bin eh nicht super. Ja, voll schön. Abonniert alle nicht seinen Kanal. Folgt Laser Luca, der beste Instagrammer in Deutschland. Wie heißt du auf Instagram? Laser Luca. Ah, okay. Und du? Laser Luca. Ah, nice, okay. Ohne Einlass. Ja, wer kennt's nicht? Freunde, was ich übrigens immer trage, ist Luke Crew. Weil es ist eine Lebenseinstellung. Ich bin jetzt hier bei so einem Selfie-Moment und die haben für mich natürlich die passende Farbe gewählt. Pink. Was denkst du darüber? Nee, komm, halt's mal. Hallo. Hallo. Das ist für Lukas Vlog. Wollt ihr euren Instagram-Namen pushen? Laser Luca bitte adden. Sehr gut, dankeschön. Laser Luca. Alles klar. Mein Instagram heißt Laser Luca. Safe. Safe drin. Ich habe gerade mit der letzten Person noch Fotos gemacht und unterschrieben und umarmt und alles. Und dann gucke ich mich um und bam. Alle anderen einfach schon weg. Wir haben mal wieder überzogen. Und jetzt bin ich hinter der Absperrung. Ist das nicht geil? Die letzten wollen noch mal ganz kurz mit in den Vlog rein. Wie zu Beginn gesagt, sind wir eigentlich primär hier, weil wir unbedingt mal ein Fantreffen machen wollten, beziehungsweise ein Meet and Greet mit nur wenigen Zuschauern, also irgendwie 10 bis 15 Leuten und dann uns einfach nur mit euch unterhalten. Also ohne Bilder und alles Mögliche, sondern einfach nur labern. Das hier ist der Raum, das ist tatsächlich nicht so der schönste Raum. Aber hier werden wir uns auf jeden Fall gleich mit euch unterhalten.
Und das finde ich viel nicer, als immer Bilder machen und Autogramme und so weiter und so fort. So, die Zuschauer sind jetzt angekommen. Wir fragen mal ein paar Leute, was sie jetzt hiervon halten. Warum sind sie denn zum Beispiel hier? Weißt du, was ich mit dir auf Instagram gemacht habe? Leute ankommen und man ist halt, hat halt voll den Zeitdruck und dann kann man nur kurz reden, dann wird geschoben und dann müssen andere direkt wieder reinkommen. Deswegen haben wir uns wieder weg. Oh, ihr meldet ja. Ich finde, dass Leute mehr von sowas haben, wenn man sich unterhält und dann nachher irgendwie sich daran erinnern kann, als... Die Hälfte fällt um. Das Treffen mit den Zuschauern lief sehr, sehr gut. Wir haben... Hi! Ciao! Das Treffen mit den Zuschauern lief auf jeden Fall mega gut. Die haben es alle ultra gefeiert. Unser Plan ist jetzt, dass wir zurück nach Köln cruisen. Oh, Mensch. Hi. Oh fuck, warum sucht er so schnell? Hi. Hi. Wie hast du es gemacht? Einfach so? Ja. Oh, Junge, das haben wir voll gehört. Ja, das ist halt smooth, ne? Jona und sein Vater haben mich jetzt nach Hause gebracht und Ilja ist hier. Wir gucken jetzt gerade noch Bundesliga zu Ende und werden danach jetzt Schnitzel essen fahren. Wenn du dich entscheiden müsstest zwischen deiner Freundin und einem richtig geilen Schnitzel, was würdest du nehmen? Mann, ey. Richtig. Kartoffelsalat, Zitrone, Preiselbeeren, Schnitzel und Ilja. Hast du Bock? Mega. Na, hat's gut geschmeckt? Ja, was, ja oder nein? Mega. Falls ihr euch fragt, wo wir waren im Josefs hier im Rheinauhafen, finde ich, machen in Köln zumindest somit das allerbeste Schnitzel. Das ist jetzt nicht bezahlt von denen oder irgendwas. Alter, ich feiere dieses Lowlight von der Kamera. Lowlight ist, wenn eine Kamera los, halt's Maul. We're back home, guys. Hi. Hi. Ja? Na, du hier? Ja, du auch. Wir spielen hier gerade FIFA und ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen unfair, dass er Jesus drin hat. Junge, der kann über Wasser laufen, Mann. Warum gehen meine YouTube-Freunde nicht nachts um 2:30 an ihr Handy? Junge, Moritz, geh doch ran. Keiner geht ran. Ich weiß, wen wir anrufen. Hä? In die Uhrzeit? Du wirst jetzt angerufen? Digga, es ist 2:08. Luca Nervensäge. Boah, würde ich nicht rangehen. An dieser Stelle würde ich den heutigen Vlog jetzt allerdings auch beenden, meine Damen und Herren. Es ist schon mega spät. Wir sind Arschlöcher. Wir sind einfach nur müde und... Oh, wow. Selfie. Ilja, du darfst an der Stelle den Vlog beenden und einfach deine Hand gegen die Linse hauen.